Tup, tup, tup. Na bloß, du kommst da jetzt nicht ran. Ernsthaft? Wisst ihr was? Reißt das alles wieder ab. Ja gut, so werden wir auch Holz los. Und hier haben wir fertig abgeholzt, also holzen wir hier noch den Rest ab. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine andere Wahl als zu tunneln. Weg. Tunnelt mal, bringt aber nur die Steine. So, ne, doch die Bäume auf den Kopf fallen. Ne? Und ja, das wird auch eine ganze Weile dauern, wenn die ständig zwischen hier und hier hin und her rennen. Nothing to do. Das sind Bäume, die gefällt werden wollen und Holz, das gehackt werden will. Und hier will aufgeräumt werden. Ich kann mich gerade ehrlich fragen, ob diese Map hier eigentlich auch für Survival und so frei ist. Bei dir sieht aus, als ob sie sich ziemlich gut verteidigen lässt. Und ja, wie schnell unsere Brickthorns schon wieder böse reingucken. Haben wir eigentlich auch mal einen lächelnden Brickthorn? Nicht wirklich. Und ja, im Debug-Modus. Würde ich eigentlich ganz gerne die Möglichkeit hier Instant Terraforming zu machen. Das würde mir helfen. Aber leider geht das nicht so einfach.
So, hier wird fleißig getunnelt. Ja, nicht rumsitzen. Graben. Steinvorräte nehmen langsam zu. Ja, wenn man sich so überlegt, die Map ist auch relativ ressourcenarm. Es gibt hier ein paar Steinvorräte. Es gibt ein, zwei, ein Eisen- und Schwefelvorrat. Da ist noch ein Schwefelvorrat. Hier ist überhaupt nichts. Oder was heißt Schwefel? Glowstone. Brimstone. Okay. Brimstone. Also ja, ein Eisen, zwei Brimstone-Vorkommen und ein paar Steinvorkommen. Ah, da wäre noch ein Eisenvorkommen. Okay, zwei Schwefel, zwei Eisenvorkommen, fünf oder was es waren, Steinvorkommen. Also da ist eins, da war eins, da ist das dritte. Und die zwei, ja, fünf. Da wären noch zwei Bäumchen zum Fällen, Jungs. Keine Zeit zum Rumeideln. Dann ist ja gut. Ja, jetzt wird es aber hier etwas voll. Hier zwei Bäume fällen. Da stehen immerhin noch zwei Stück rum. Oder kommt ihr da nicht hin, weil es voller Holz ist? Okay, zwei Steine klopfen. Hier zwei auch Steine klopfen. Und ja, wenn wir halt schon so dabei sind. Tunneln wir auch gleich mal hier. Jetzt wollen sie auf einmal. Okay. Brauchen wir vielleicht noch Stockpiles für Eisen und Brimstone, ne? Können wir hier errichten. Müssen ja nicht ganz so viele sein. Thank you.
Weil das habe ich alles auf Stein gestellt, ja. Kommen ja auch Steine an. Ach ja. Was ich nicht alles für meine Zuschauer tue. Also ja, einige von euch haben sich ja mehr Castle Story gewünscht, also gibt es auch mehr Castle Story. Jedenfalls noch auf jeden Fall dieses eine Projekt. Das wir auch hoffentlich fertigstellen können. Auch wenn es halt wirklich unschön ist, wie die Performance von Castle Story ist. Und die Tatsache, dass wir so wenig Brickwords haben können. Wobei es in der Mission auch eine ganze Weile dauert, bis wir so viele Brickwords haben. Also auf der Map. Weil wir sind ja schon ganze 41 Minuten, gleich 42 Minuten in diesem Match. Wo willst du eigentlich hin? Ja, macht von mir aus. Also ja, wirklich aus den Bäumen wenigstens zwei Felder hohe Dinger bauen und die dann mit Erde zudecken. So sparen wir ein bisschen Erde und werden noch das Holz los. Ja. So, drei Stück fehlen noch. Die baut dann sicher er hier. Die hier zu Eisen. Die hier zu Brimstone. Du sammelst das wieder ein, was du da einfach hingeschmissen hast. Ja, noch ist mehr als genug Holz da. Ach ja. Also ihr könnt mir glauben, ich bin froh, wenn wir das Fundament soweit haben. Ja, das kann dieses Mal auch gut dauern.
Oh, hier sind wir bald oben. Wie sieht's hier aus? Na, hier wird noch nicht ganz so viel gebuddelt. Find's übrigens lustig, wie unser Auswahlding hier einen Schatten wirft. Also nicht unser Auswahlding, unser Orientierungsding. Das seht ihr. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob sie da aus Versehen das dem Ding einen Schattenwurf erlaubt haben. Die hier. Da kommen meine Minenarbeiter angelaufen. Wenigstens ein Teil von ihnen. Ja, ich hätte auch vielleicht einfach eine eigene Map erstellen sollen. Oder gucken sollen, was es so im Workshop für Maps gibt, aber. War ich ehrlich gesagt ein bisschen zu faul dazu. So, drei sind hier immer noch unterwegs bis Bäume fällen und die anderen vier graben fleißig. Ja, sehr schön. Sehr, sehr gut. Da fliegen Baumstämme. Bloink, bloink, doink. Storage became full. Ah, ist aber noch mehr als genug Platz für Stein. So, ich würde jetzt aber sagen an dieser Stelle, dass ich speichere. Neues Let's Play. Let's Play. Projekt 2. Sagen wir einfach mal. Ja, das andere Safe habe ich weggesichert. So. Und dann machen wir hier unseren ersten Cut. Also, bis gleich.